So, hallo zusammen. Es ist Sonntag, 9. August und wir stehen hier mit einer Mercedes C-Klasse und einem Model 3 Standard Range Plus. Die C-Klasse ist ein 220 T-Modell, Diesel, Verbrenner. Aber ich freue mich, den Andreas hier zu haben, der hier hinter mir im Auto sitzt und der uns mal die Gelegenheit gibt, unsere Tesla-Systeme, den Autopilot auf der Landstraße, auf der schrägen Teststrecke mal zu vergleichen mit dem High-End-Fahrassistenzsystem von Mercedes, das heißt wirklich so. Andreas hat so ziemlich volle Hütte in seinem Auto, so die eigentlich so alle Extras drin, die es so gibt, wie ich gesehen habe. Und ich bin sehr gespannt, er ist gespannt, wie sich das gestalten wird auf der Landstraße. Ich zeige euch mal noch kurz die Autos von vorne und dann geht es dann auch schon auf die Piste und wir schauen mal, wer König der Landstraße ist. Autobahn kann jeder, aber auf der Landstraße, da wird sich's dann zeigen. Ich persönlich weiß nicht, ob die Black Pearl mit den Benz mithält. Wir reden hier immerhin von dem Benz, der auch eine Schildererkennung hat und ja, die Distronic ist auch ein tolles Gerät. Das haben wir leider nicht, keine Schildererkennung, wir haben nur ein ACC. Und Tempolimit aus den Navi-Daten und das funktioniert überwiegend halt nur ja, mittelprächtig. Was den Lenkassistent angeht, da bin ich mal gespannt, da könnten wir dann punkten mit dem Model 3. Das sehen wir gleich auf der Strecke. Jetzt gibt es noch kurz eine Totale der Autos. Bis gleich. Hier das Model 3, die Black Pearl Standard Range Plus. Und hier der 220T von Andreas, ganz schönes Schiff. Die stehen eigentlich beieinander und ich glaube nicht nur, sondern recht deutlich, das T-Modell ist ein gutes Stück länger. Ganz schönes Schlachtschiff, aber darum geht es nicht. Jetzt geht es um die Frage, wer kann Autopilot besser und jetzt gehen wir auf die Strecke. Bis gleich. So, willkommen an Bord der Black Pearl. Wir sitzen beide hier drin und werden jetzt die erste Strecke hier mit dem Tesla Model 3 fahren. Für Andreas ist es das erste Mal in einem Tesla. Erster Eindruck? Gut. Reduziert, aber gut. So, wir fahren los. Gang eingelegt, sehe ich hier. Und es geht ganz schön still und leise geht's los. Das finde ich mit das Schönste am E-Auto-Fahren, dass ich keine Vibrationen habe, keine Töne. Und das macht dann schon Spaß. Gerade auch auf der Langstrecke, weil wenn es einen da so durchrödelt, dann ist das nicht so prickelnd. Wir fahren hier natürlich noch ohne Autopiloten. Ja, gut, macht ja hier auch keinen Sinn. In dem Dörfle, es würde auch gar nicht funktionieren, weil mir da der mittlere Strich fehlt. Ja, ja. Also man sieht hier, wenn er hier ein blaues an Lenkrad anzeigt, das dann auch blau wird, wenn ich den Autopilot einschalte, dann zeigt er mir also, jetzt kannst du mit Autopilot fahren. Das funktioniert hier nicht, weil eben kein Mittelstrich da ist. Er kann hier nicht abschätzen, wo er eigentlich fahren soll. Also was ich sehr schön finde, ist, dass du hier ein bisschen Rückmeldung kriegst, ob er auch mal irgendwas anderes links und rechts vom Auto erkannt hat. Genau, also er sieht da eine ganze Menge, Radfahrer, Fußgänger, Mülltonnen erstaunlicherweise. Warum auch immer er Mülltonnen sieht oder solche Kegel, die man in der Baustelle hat. So, hier nimmt er jetzt sowas wie eine Mittelspur wahr, sagt aber, von Auto, jetzt wird es von Autopiloten lang. Hier muss ich auch von Hand um das Auto rumfahren, das geht leider nicht automatisch. Aber wir sind auch noch nicht auf der Teststrecke. Ja, das kann der Benz auch nicht. Okay. Der bleibt auch maximal davor stehen. Genau, das würde der Tesla im Zweifel auch machen, einfach davor stehen bleiben. Ja. Achtung, Kopf festhalten. Ich gebe jetzt mal kurz Strom, damit du das auch mal gesehen hast. So, ein bisschen Power hat auch der Standard Range Plus. Ja, natürlich. Macht an der Ampel immer Spaß. So, jetzt fahren wir hier in den Kreisverkehr. Kreisverkehr kann er nicht, der Tesla. Muss man immer von Hand fahren. Und hier beginnt jetzt also die Teststrecke. Ich ziehe den Hebel einmal nach unten, dann sind wir im Tempomat, im ACC. Er bietet mir schon den Autopilot an.
zweimal und jetzt kann ich loslassen. Wir fahren hier 50, das stimmt hier auch noch. Da vorne kommen jetzt die 70. Und die muss ich ihm jetzt aber wahrscheinlich gleich rein adaptieren. Gut, er sagt hier 100, er hat die 70 nicht. Leider Navi-Daten, keine Schildererkennung, größter Nachteil noch beim Tesla, ja. Aber ich stelle mal auf 75. Und wie du siehst, ich fasse hier nichts an, keine Pedale, kein Lenkrad. Er bremst hier runter vor der Kurve auf etwa 45, 46. Das ist relativ langsam, vorsichtig. Autonome Autos werden vorsichtig fahren. Und jetzt beschleunigt er wieder hoch. Ich habe niemanden hinter mir. Das heißt, wir nerven jetzt gerade niemand mit langsamer Fahrweise. Hier ist übrigens auch sogar Tempo 50. Die er sogar einhält, weil hier die Kurve so ist, dass er sagt, da fahre ich lieber mal nur mit 39 durch. So, fährt ganz normal. Jetzt kommt die Strecke, die wir ein bisschen flotter fahren. Frank vom Kanal Schräg hat die Kurven hier mal so ein bisschen einsortiert. Stufe 1, das System reagiert gar nicht auf die Kurve, sondern brettert voll durch. Stufe 2 war, System guckt schon mal und verlangsamt ein wenig. Stufe 3, System sagt, oh verdammt, Kurve, ich komme an meine Grenzen, ich fahre ganz arg langsam durch. Mhm. Überwiegend haben wir hier so die Stufe 2. Aber wie du siehst, ich bin nicht am Lenkrad, ich mache nichts. Und er fährt hier eigentlich ganz brav durch die Kurven durch. Optimal an der Strecke natürlich die Markierungen links und rechts, die sind neu gemacht. Da erkennt die Kamera auf jeden Fall genau, wo die Spur ist, wo sie fahren muss. Sieht man hier dann auch, du siehst links und rechts die blauen Spuren. Du siehst ja auch schemenhaft die Leitkegel, die er erkennt, auch am Zimmer einen roten, irgendwas anderes dasteht. Da vorne kommen jetzt Fahrradfahrer, mal schauen, ob er die soweit hat, dass er die auch erkennt. Und da vorne kommt jetzt eine Kurve, an der muss ich wahrscheinlich eingreifen, die mag er aus irgendwelchen Gründen nicht. Genau, hier fährt er volle Kanne rein und würde möglicherweise dann auch die Kurve nicht kriegen. So, jetzt geht es hier links in einen Kreisverkehr und wir fahren die gleiche Strecke wieder zurück und dann kommt solche Strecke nochmal, die dann etwas schneller gefahren wird, weil die Kurven etwas sanfter sind. So, Kreisverkehr, wie gesagt, leider nichts für den Tesla. Und wir fahren hier zurück. Könnte schon wieder den Autopilot einwerfen, macht es auch nicht, weil ich hier rechts abbiegen muss. Das kann er nämlich nicht automatisch, logischerweise. Aber Tempomat rein, Autopilot rein und ab hier fahren wir dann schon wieder automatisch. Da ich es jeden Tag mache, mache ich das ganz entspannt. Für jemanden, der es zum ersten Mal sieht, möglicherweise ein wenig spooky. Wie ist das Gefühl, hier von Elon Musks Software durch die Gegend gekarrt zu werden? Also ich finde es gut, muss ich wirklich sagen. Also er hält sich schön in der Spur und man hat auch nicht so das Gefühl, dass er so abgehackt fährt. Ja. Also dass er die Kurve eher rastert, anstatt dass er so fährt. Ja. Sondern das fühlt sich schon wie richtiges Lenken an. So wie ein 18-Jähriger vielleicht fahren würde oder eine 18-Jährige, die vorsichtig ist, so fährt das ja, System. Ja, so könnte ich mir das vorstellen, so wenn man so seine ersten Fahrstunden hat. Genau, dann fährt man hier etwas vorsichtig. Aber das Schöne ist ja, das System lernt dazu. Wir kriegen ständig neue Over-the-Air-Updates. Gestern Morgen habe ich wieder eins bekommen, über Nacht geladen, 25 Minuten installiert und ich habe plötzlich neue Funktionen, was das Verschließen meiner Fenster und Türen angeht. Das ist ja einer der riesen Nachteile von dem Mercedes. Oder überhaupt von allen. Ja, selbst Porsche Taycan wurde gestern ziemlich zerrissen, weil wieder ein Over-the-Air-Update kam und es kam ein Brief, also auf Papier, man soll ja doch in die Werkstatt kommen, das muss leider in der Werkstatt durchgeführt werden. Ja. Und da
da sind wir halt in Deutschland mit der deutschen Automobilindustrie noch nicht so ganz auf dem Stand der Technik. Ja, auf gar keinen Fall. Das ist, der Benz ist jetzt Erstzulassung Januar 19. Ja. Und der hat seinen Softwarestand, was die Assistenzsysteme anbelangt. Und wenn nicht irgendwelche sicherheitsrelevanten Fehler auftauchen, gehe ich mal davon aus, wird er nie wieder eine andere kriegen. Genau, das ist das Schöne am Tesla, dass sich das Auto ständig weiterentwickelt. Manchmal ist ein Rückschritt dabei, manchmal sind Bugs in der Software, aber ich weiß eines, ich kriege immer wieder ein neues Auto, das macht riesen Spaß, immer wieder mal neue Funktionen zu bekommen. Das hier ist ja auch quasi alles neu. Übrigens, hier die Kurve nimmt er jetzt eigentlich auch schon ganz gut. Hier sagt er aber, ich bin schon an der Grenze dessen, was als G-Wert zulässig ist, nach den Vorschriften. Und pass mal auf, könnte sein, dass du übernehmen musst. Aber du siehst, die Strecke haben wir jetzt zweimal gefahren, ohne eingreifen zu müssen. Problemlos. Jetzt kommt der Kreisverkehr, den er nicht kann. Den fahren wir jetzt nach links. Selbe Spiel wieder, Tempomat erstmal, Autopilot rein und ich bin wieder der Passagier. Tempo 50 ist hier richtig. Da vorne ist ein Golfplatz, da habe ich immer Angst, dass ich irgendwann mal einen Ball in der Scheibe habe. Die spielen alle hoffentlich in die richtige Richtung. Hier die 70 muss ich übernehmen von Hand, das macht er leider nicht. Das Plus-Minus, da kann ich, kannst du auch die Geschwindigkeit ändern, genau, hier am Rädchen, oder? Kann ich am Rädchen ändern oder kann es hier verändern. Die Tesla-Fahrer machen es eigentlich immer hier am Rädchen, weil da einfach, wenn ich schnell drehe, 5 Kilometer verändert werden. Und wenn ich langsam drehe, dann geht es eben kilometerweise. Mhm. Ja, adaptiere mal hier die 100 rein. Und mit dem Rädchen geht es eigentlich komfortabler. Aber wir warten natürlich alle sehnsüchtigst auf die Schildererkennung, dass die endlich wieder kommt. So, du siehst hier leichte Kurven, keine Sorge, die Strecke kann er, das weiß ich. Der fährt hier aber ganz schön flott durch. Das wäre also Stufe 1 nach dem Motto, die Kurve interessiert das System nicht. Da fahre ich einfach volle Kanne durch. Ist aber auch in Ordnung, würde man ja ohne das Auto überhaupt nicht fahren. Also da würde man als normaler Fahrer sicherlich 110 oder so drauf fahren, ohne da irgendwelche Bedenken zu haben. Im Gegenverkehr immer schön aufpassen. So. Da vorne kommt jetzt wieder ein Kreisverkehr und ein 70er Schild und er bremst hier runter und hat am Schild fast die 70. Das macht aber nicht wegen dem Schild, sondern wegen dem Kreisverkehr. Da weiß er, dass er hier auf jeden Fall was tun muss. Aber so stelle ich mir dann später mal die Schildererkennung vor, sodass ich annähernd am Schild auch in der richtigen Geschwindigkeit bin. Der ID3 soll es können, aber wir schauen mal, sobald Frank einen hat, wie es dann wirklich aussieht. Mhm. So, hier haben wir Fahrräder, die hast du dann hier auf dem Display. Sehr schön. Animiert, ob das jetzt sein muss, weiß ich nicht. Aber das Auto gibt hier immer so einen Einblick in einen Teil dessen, was es tatsächlich sieht. Das sieht in Wahrheit noch viel mehr. Ja, natürlich. So, und wieder zurück in den Autopilot-Modus. Jetzt. So, da fährt jetzt auch jemand hinter uns her. Der fühlt sich aber durch uns nicht gestört, weil der Autopilot hier ein ordentliches Tempo an den Tag legt. Diese Kurven mager, insbesondere gerne mit ordentlicher Markierung an der Straße, das funktioniert. Ja. Schild. Das erkennt er quasi am Schild, natürlich viel zu spät, und bremst jetzt dann also runter erst. Das heißt, wir sind hier immer noch auf knapp 100 und sind schon 200 Meter im Tempolimit drin. Das funktioniert auch nicht so besser. Hier mit den 50 natürlich genauso, die erkennt er jetzt. Jetzt hier rein, halt auch spät. So, wieder kein Eingriff notwendig, aber jetzt, wenn ich nichts mache, dann brettern wir genau über den Kreisverkehr drüber. Das machen wir heute mal lieber nicht. Ja, das habe ich in Frankreich mal erlebt.
Ja? Ja, mit dem Motorradfahrer. Dem war der Staufabkreisel zu lange, da ist er einfach mit dem Kreisel gefahren. Oh, freiwillig, also sozusagen. Ja, ja. Es war eine Enduro. Mit einer Enduro kann man sowas schon mal machen. Es war irgendwie nichts, das hat Enduro hingefahren. So, wir fahren jetzt zum Parkplatz zurück. Dann steigen wir um in den Daimler und gucken mal, was der so drauf hat. Erstes Fazit, Andreas, was sagst du? Also der Lenkassistent hier funktioniert sehr gut. Ich bezweifle, dass der Benz das auch hinbekommt. Und ich wüsste nicht, dass man den irgendwie anders einstellen könnte, dass der das besser macht. Ich habe bei den Benzen immer nicht so das Gefühl, dass der die Kurve schon erkannt hat. Also ich würde normalerweise immer schon anfangen, in die Kurve reinzulenken, aber der Assistent ignoriert sie noch. Der kommt dann meistens erst ein bisschen später und das verunsichert mich zu viel dann, um dem da großartig was zu überlassen. Ja. Auch immer die große Frage, wie erkennen die Autos die Kurven? Da rätseln wir beim Tesla auch immer noch. Ja. Manchmal hat man den Eindruck, er nutzt die Navi-Daten und manchmal hat man den Eindruck, er nutzt nur die Kamera. Generell ist das so, er kann die Navi-Daten eigentlich benutzen, also jedes Auto. Mhm. Muss aber auch die Kamera benutzen und die Kamera hat das letzte Wort, weil die wird im Zweifel erkennen, wie die Situation sich tatsächlich darstellt. Ja. Die Navi-Daten sind ja statisch, die können nicht unbedingt erkennen, wenn sich an der Situation in der Realität was geändert hat. So, wir sind wieder zurück. Da vorne steht die C-Klasse. Ich habe gerade geschaut, die ist ein gutes Stück länger als das Model 3, erstaunlicherweise. Ja. Hier die Rückfahrkamera neu kam als Funktion kürzlich hinzu, dass ich auch die linke Außenkamera, die rechte Außenbildkamera habe und so quasi so eine zusätzliche Spiegelfunktion noch mal habe. Ja, das für den Benz gibt es ein Einparksystem, der zeigt dir dann immer eine Kameraperspektive um das Auto drumherum. Die 360 Grad, die Bird View, die haben wir leider nicht. Ja. Die habe ich mich aber auch in dem hier nicht drin, die ist noch nicht dabei. Gut. Teil 1 beendet. Ich schalte die Kamera ab. Wir steigen um. Nochmal hier. So, wir befinden uns jetzt innerhalb der C-Klasse 220T. Andreas am Steuer. Und jetzt wollen wir die gleiche Strecke nochmal fahren und mal schauen, wie sich hier der Mercedes schlägt. Andreas, start the engine, please. Ja, wenn der Motor gleich mit anspringen soll, dann muss ich die Bremse noch festsetzen. Okay. Im Ganzen. Ja. Mit das wohlige Dieselnageln. Vernehmlich ein Verbrenner. Ja. Aber so ist halt beim Diesel, den hört man nun mal. Ja, das Problem mit dem Diesel ist, dadurch, dass ich im Rollstuhl sitze, ist die Fahrzeugkategorie ziemlich vorgegeben. Okay. Ich brauche im Endeffekt, wenn ich mein tägliches Leben vernünftig bestreiten will, brauche ich ein Kombi. Okay, ja. Weil als Kombi habe ich die ideale Einladhöhe am Kofferraum hinten, ja, weil sich die Ladekante ungefähr auf Höhe meiner Knie befindet, wenn ich sitze. Das heißt, ja, ich kann Sachen prima rein- und rausladen. Der Rollstuhl passt vernünftig rein, ohne dass ich ihn großartig auseinandernehmen muss. Und auch meinen Einkauf kann ich noch mitnehmen. Perfekt. Das ist einfach der Grund. Ansonsten würden wir das Video nicht drehen, weil ansonsten würde ich Model 3 fahren. Ich habe mir das vorher angeguckt. Ich habe den ja auch erst letztes Jahr gekauft, aber... Ja. Ich komme mit dem Kofferraum, ich kann nichts mit dem Auto machen, außer fahren. Ja. Also der Kofferraum bei Model 3, die Klappe hinten wird ja gern auch Briefeinwurfschlitz genannt, weil das eben keine Heckklappe ist. Ich komme klar damit klar, aber manchmal wäre eine Heckklappe natürlich schon eine sinnvollere Variante. Überhaupt ja ein Problem in der E-Mobilität, es gibt einfach keine vernünftigen Kombis. Hat noch keiner auf die Reihe bekommen, leider. Ja. Schauen wir mal. Ist schade. Gut, ab auf die Piste. Gut, dann schnalle ich mich mal an. Kleinen Überblick, weil hier sieht es ja ein bisschen anders da aus, ja, wie im Model 3. Ja. Ich weiß nicht, ob du das auf der Kamera drauf hast. Hier an der Seite sind Knöpfe, die schalten die Assistenzsysteme an sich an und aus. Links neben dem Lenkrad, genau. Das ist einmal hier der Abstandstempomat und der Lenkassistent. Und auch den Parkassistent kann man abschalten hier, der ist aber standardmäßig immer an. Also ein Einparkassistent sozusagen. Genau. Wie oft nutzt du den? Ich habe ihn noch gar nicht benutzt, ehrlich gesagt. Ja. Ist auch wieder so ein Ding, als Rollstuhlfahrer sind die Parkplätze meistens ein bisschen größer. Da kommt man ganz gut schon mal das nicht. Ist halt, also von daher. Ansonsten die Bedienung, Mitteldisplay, normales Display, das ist jetzt das kleine Cockpit in Anführungsstrichen. Ja. Es gibt ja noch ein voll digitales. Ja.
Die Lenkradbedienung ist so, dass die rechte Seite zum rechten Display gehört und die linke Seite zum Frontdisplay. Es lässt sich rein prinzipiell alles über dieses Feld hier vorne bedienen. Das sind halt immer WIP-Schalter, beziehungsweise hier oben die kleinen schwarzen. Das sind Sensorfelder mit Knopf, also mit Taste. Okay. Das heißt, ich kann einmal draufdrücken bei der ganzen Geschichte, dann blendet sich das ein. Ich kann aber halt auch drüber wischen. Genau. Also wie bei einem Pad. Und wenn ich halt hier in das Hauptmenü reingehe, dann kann ich halt hier auswählen Servicegeschichten, Assistenzsysteme, Reisegeschichten. Das sind dann die ganzen Anzeigen über die gefahrenen Kilometer, die man hat. Dann gibt es noch eine ganz lustige Sache. Auch hier wird ja mit Verbrauch ein bisschen was gemacht und er hat ja Fahrprofile dafür. Und hier kann man halt seinen Verbrauch sehen und man sieht halt auch relativ gut, dass der, wenn ich das richtig verstanden habe, seine Batterie eigentlich immer nur lädt, wenn er im Schiebebetrieb ist. Ah, okay. Da sieht man dann also dieser Charge-Funktion. Also die ist normalerweise weg und in dem Moment, wenn ich irgendwo vom Gas gehe und einfach ausrolle, dann läuft die halt hoch und er lädt die Batterie dann quasi in dem Moment. Okay. Batterie bedeutet in dem Fall, ist das so ein Mild-Hybrid? Nee, das ist gar nichts Hybrid. Das ist die ganz normale Fahrbatterie. Ja, okay. Ja. Hier gibt es noch so eine kleine Eco-Anzeige, da sieht man dann, wie viele zusätzliche Kilometer man sich erspart hat. Ja. Ob es stimmt, ich weiß es nicht. Das sind so diese Anzeigen. Dann kann man sich das Navi noch ein bisschen hier reinblenden und natürlich Radio, Medien, Telefon. Ja. Diese ganzen Geschichten. Wir bleiben jetzt aber mal bei den Assistenzsystemen, weil das war ja das, was uns interessiert. Genau. Ja, auf der linken Seite, wie gesagt, da ist jetzt das Navi drin. Hier auch nochmal, im Endeffekt ist die Bedienung in dem Auto, ich glaube, vier- oder fünffach vorhanden. Also ich kann das über die Tasten am Lenkrad bedienen. Ich habe Schnellzugriffsknöpfe hier vorne. Ich habe so einen Jog-Dial, wie er auch bei BMW üblich ist, der sich halt drehen, drücken und in alle Richtungen schieben lässt. Und er hat auch noch dieses Sensorfeld. Also es ist auch nochmal ein Touchpad hier oben drauf quasi. Ist also vielfach, im Endeffekt, wenn man das nur einmal ausführen würde, wären es gar nicht so viel mehr Knöpfe, wie sie im Tesla auch drin sind. Okay. Wie sieht das aus mit dem Bildschirm rechts? Was können wir uns da alles reindrapieren? Ich sehe jetzt das Navi. Genau, das ist das Navi. Da hast du jetzt quasi Navigation. Dann kannst du auf Radiostation umschalten. Medien bedeutet zum Beispiel Spotify oder Playlists vom Handy oder USB-Stick oder USB-Festplatte oder sowas. Ja. Telefon ist klar. Das ist zum Telefonieren halt, auch Telefon oder nicht. In-Car Office, also der kann so ein bisschen Termine und sowas mitverwalten. Okay, das benutze ich aber nicht. Connect, da gab es mal Apps, die man runterladen, installieren konnte. Die sind, glaube ich, mittlerweile weg. Zumindest finde ich keine mehr. Ansonsten kann man über das Mi Connect noch Apple CarPlay und Android Auto. Okay. Hat man da noch Zugriff drauf. Dann die Fahrzeugkonfiguration an sich, das sind dann halt so Sachen wie Dynamic Select, Assistenzsysteme, Verbrauch und so weiter, also quasi die ganzen Einstellungen und halt vom System her noch Sachen, Anzeigestil, Eingabe, Audio, Konnektivität, Bluetooth und diese ganzen Sachen, Command, Touch, Datum, solche Geschichten. Das ist das, was man über das Mitteldisplay steuern kann. Du hast ansonsten wahrscheinlich halt meistens das Navi drin, nehme ich mal. Das Navi oder die Woche über, wenn ich nur in die Arbeit fahre, den Weg kenne ich ja, dann habe ich meistens die Medien eingestellt, was für Musik ich gerade höre. Ja. Das ist eigentlich so das Alltägliche, sage ich immer. Sehr gut. Ansonsten halt noch die üblichen Geschichten. Hier unten ist noch Klimaanlage, die noch eingeblendet wird. Hier oben sieht man den Status für Notruf, weil die ja alle mittlerweile SND-Modul haben. Es gibt übrigens bei Mercedes eine Sache, die over the air aktualisiert wird, und das ist die Deutschlandkarte des Navis. Oh, okay. Aber auch nur die komplette Karte, die ist irgendwie 40 GB groß oder sowas, die kannst du nur über USB installieren. Kannst du aber auch selber machen, also kannst du herunterladen, kannst du installieren. Und die Deutschlandkarte, die aktualisiert er sich per Luft, ist aber nach 2 Jahren kostenpflichtig noch gekauft. Gut, bei uns sind sie gratis, die Navidaten, wurden ja auch kürzlich vor ein paar Wochen mal aktualisiert. Das ging voll in die Bütt. Mhm. 8 GB Daten haben wir runtergeladen. Ich dachte, ich werde wahnsinnig mit den Daten. Da war wirklich alles falsch. Ich weiß nicht, wie man so ein Update so zerschießen kann. Aber sie haben dann auch ganz brav nach 2 Tagen haben sie alles zurückgerollt. Und wir sind seither wieder auf dem alten Stand, was halbwegs funktioniert. Also das ist natürlich auch die Gefahr beim OTA.
Bei den Navi-Daten kannst du nicht mal ablehnen, sondern das wird einfach über Nacht installiert. Und wenn dann natürlich so ein Käse rauskommt wie beim letzten Mal, dann war das natürlich nicht so prickelnd. Das ist natürlich nicht so schön, das ist richtig. Aber ich sage immer, es gibt keinen Nachteil ohne Vorteil. Und keinen Vorteil ohne Nachteil. Genau. Ja. Ja. Okay. Dann würde ich mal sagen, starten wir und dann sage ich mal ein bisschen was zu den Anzeigen. Also Gang einlegen ist genau dasselbe wie quasi beim Tesla auch. Über den Hebel hier. Bremse muss fest sein dabei natürlich. Ja. Dann springt er halt hier vorne um. Hier hast du die Anzeigen. Ja. Das C, das blau umrandete, ist die Fahrdynamik, die momentan gewählt ist. Das Dynamikprogramm, das ist für Komfort. Das ist der Standard. Das ist immer angewählt, wenn du für Start ist. Und wir haben jetzt D und den ersten Gang. Hier ist eine 9-Gang-Automatik drin. Ah ja, okay. Automatik, klar, er schaltet dann halt, wenn er es für richtig hält, sozusagen. Genau, genau. So, und jetzt meldet sich das hinten mit angeschnallt ist, aber das macht er immer, weil die Decke da hinten drauf liegt. Also da brauchen wir nicht wundern. Der Gewichtssensor sozusagen. Ja. So, jetzt muss man hier links gehen. Genau. Wir fahren links. So, Geschwindigkeit zeigt er hier jetzt an 30 noch. Ja. Den habe ich auch. Ist auch korrekt, genau. Ja. Wir können mal gucken. Ich mache mal hier den ACC jetzt an. Jetzt hat er die 30 übernommen. Also jetzt fährt er die quasi von selbst. Jetzt siehst du auch im Tacho, hast du zwei rote Balken bei den 30. Ja. Das ist die momentan erkannte oder eingestellte Geschwindigkeit, jawohl, die du hast. Das müsste jetzt demnächst gleich auf 50 hochgehen. So, mal gucken, ob das von selbst kommt. Ja. Weil das ist halt so eine Geschichte, also da hat er immer mal Probleme mit in den Ortschaften, dass er da nicht mitbekommt, dass da keine 30 mehr ist, sondern dass es wieder 50 ist. Das heißt also auch bei der Schildererkennung, da kann man sich nicht immer 100% drauf verlassen, sondern Fall. Auch die hat ihre Fehlerquoten auf natürlich. Gar keinen Fall. Also ich gefühlt und meiner Erfahrung nach, aber ich kenne natürlich nur das eine Auto, würde ich der Schildererkennung in den Ortschaften maximal 80% zugestehen. Okay. Mehr nicht. Genau. Also hier hat er jetzt die 50, weil wir sind schon in der 50er Strecke, ja, die hat er auch nicht erkannt. Jetzt kann ich aber halt wie bei dir auch, jetzt kann ich das halt überschreiben. Ja, kannst du überschreiben, quasi. Genau. So. Die Dinger auch hier muss ich per Hand drum fahren, genau. Das ist genau wie bei dir. Das Einzige, du wirst jetzt gleich wahrscheinlich was sehen, macht Sinn. So ein Notbrems, so eine Notwarnung sozusagen? Ja, zum einen mal eine Notwarnung, die macht er natürlich mit einem Blinklicht vorne auch drin, auch wenn du zu dicht aufhörst auf der Autobahn. Allerdings für mein Sicherheitsempfinden erkennt er stehende Ziele zu spät. Okay. Ich könnte das noch früher einstellen, ich muss das mal testen, dass er dann nicht zu früh anfängt rumzubremsen, wenn irgendwas stört. Das ist immer so die Gefahr bei der ganzen Geschichte. Genau. So jetzt ist er auch, jetzt hat er den Kreisverkehr, hat er schon drin vorne. Ah ja, okay. Der Weiser, da kommt jetzt ein Kreisverkehr, da bremst er jetzt auch runter. Er bleibt aber nicht stehen, wenn ich nicht aktiv bremse, sondern er fährt jetzt halt hier rein. Fährt hier rum. Sportlich. Ja, der macht eine ganz gute Geschwindigkeit in dem Kreisverkehr. So, jetzt haben wir den Traktor, das ist ein bisschen blöd, ich glaube. So, aber jetzt siehst du, der Traktor, den hat er jetzt gesehen. Okay. Er bildet immer das gleiche Auto da vorne ab. Ja. Und jetzt siehst du auch an der Seite hier beim Tacho, wir fahren aktuell langsamer, wir dürften aber 100 fahren. Ja. Bis dahin geht die rote Anzeige. Jetzt hat er erkannt, jetzt ist eine 70er-Zone, also jetzt runter. So, und jetzt kann ich da nicht. Ich komme da noch leider. Ja. Vielleicht biegt er ab. Hoffen wir es. So, jetzt sind wir mal gespannt. So, und jetzt siehst du, jetzt hat er hier wieder erkannt, hier kommt jetzt eine enge Kurve. Ja. Dann bremst du jetzt auf Runde. Das macht ja wieder Tesla. Wir sind jetzt aber nur im Tempomat sozusagen. Wir haben auch den Lenkassistenten mit drin, also ist beides aktiviert jetzt quasi. Ich gucke mal, was er macht. Also, nimm es mir nicht übel, aber ich vertraue dem mal weiter nicht, so wie deinem Tesla. Okay, mal also ich gehe mal davon aus, dass er die Kurve da vorne schon nicht mehr selbst gelenkt. Er bremst zumindest vernünftig runter und fährt in die Gegenfahrbahn. Alles klar. Ja, siehst du. Das macht sich dann bemerkbar, aber relativ spät und er versucht es auch gar nicht. Also im Zweifel hat es da schon gekracht eigentlich, wenn du da rüberfährst, wenn einer kommt. Kannst du dich, also ich persönlich verlasse mich da nicht drauf. Ja.
Das heißt also auch die Kurven, die jetzt kommen, im Zweifel eher nicht. Du hast den Lenkautomaten drin. Ja. Oh oh. Ja, ja, merkst du? Ja. Wir sind ganz am Rand der Fahrbahn. Ja, ja. Oh oh. Das ist, er erkennt die Strecke ganz gut über die Navi-Daten, das siehst du vorne drin. Er verlangsamt auch vernünftiger auf eine vernünftigere Geschwindigkeit als der Tesla, aber oh oh, nee, also das wäre der nächste Abflug, genau. Das ist eindeutig. Das ist auch mitnichten so, dass der jedes Schild schon 200 Meter im Voraus erkennt und dann runterbremst und am Schild die Geschwindigkeit hat. Ich kenne das eigentlich so, dass er die meisten Schilder dann erkennt, wenn er dran vorbeifährt. So wie bei mir. Und dann bremst er. Ja, genau. Okay. Gut, das soll der ID.3 ja Wunder bewirken und die Schilder rechtzeitig genug erkennen. Aber da warten wir mal ab, was dann die Tests in Wahrheit zeigen. Ja. Wenn dann mal die Amateur-YouTuber drankommen und nicht die Profis, die da sowieso VW durchaus wohlgesinnt sind, um das mal freundlich zu sagen. Hey, ja. So, da vorne müssen wir jetzt links und dann wieder um den Kreisverkehr und zurück. Siehst du jetzt hier auch, er hat eine T-Kreuzung erkannt und verlangsamt. Aber er würde auch nicht anhalten, sondern er verlangsamt. Er verlangsamt, normalerweise verlangsamt er halt so, dass du abbiegen kannst, ohne dass du bremsen musst. Ja, genau. Das ist noch so eine ungeöffnete Box beim Tesla. Manchmal verlangsamt er, manchmal nicht und du kannst dich halt nicht drauf verlassen. Also an T-Kreuzungen immer selber bremsen. In dem Kreisverkehr drehen wir jetzt einfach um. Kreisverkehr wurde hier wieder erkannt. Der ist da. Den erkennt er selber schon in den Navidaten, nehme ich mal an. Ich gehe mal davon aus. Genau, anders wäre das eigentlich auch kaum möglich. Ich fahre jetzt auch manuell durch, weil der ist relativ eng hier. Würde er denn automatisch durchkommen durch den Kreisverkehr? Ja, er kommt durch. Das geht. Ja? Kommt er. So, jetzt können wir auch das Gegenstück mal testen. Wenn ich jetzt hier den Blinker setze, dann erkennt er, da kommt jetzt eine Einfahrt. Und dann, das funktioniert normalerweise auch ganz gut. Und er verlangsamt auf eine sportliche Abbiegegeschwindigkeit sozusagen. Um die 30 rum ist so die Abbiegegeschwindigkeit, die er hat. Okay. Ja, da ist der Benz etwas zu schnell. Das, was der Tesla dann zu langsam ist an diesen Stellen. Ja. Okay. Und man muss dazu sagen, wir sind momentan im Komfortprogramm vom Fahren her. Wenn ich das auf Sport Plus stelle, dann legt er auch noch eine Schippe drauf. Oha. Also dann gibt er in den Kurven noch, dann lässt er den Kurven noch ein bisschen mehr fliegen. Oha, oha. Ja. Aber dann nichts mehr für ein automatisches System. Aber ich sehe das tatsächlich, also die Kurvenfahrt mit dem Fahrassistenzsystem von Mercedes. Und das soll jetzt auch nicht despektierlich sein, aber das kann nicht annähernd so viel wie das Tesla-System ist. Es wäre nicht in der Lage, hier das Fahrzeug auf der Straße zu halten. Und wir haben es ja vorher beim Tesla gesehen, der fährt die eine oder andere Kurve vielleicht zu vorsichtig, aber ich muss nicht eingreifen, der fährt es ganz alleine. Sowohl was Bremsen, Beschleunigen, aber eben auch das Lenken angeht. Und er bleibt mitten in seiner Spur. Also hier schon mal ein klarer Punktsieg für Tesla auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Es ist im Endeffekt so, wie ihr das in den Videos auch immer beschrieben habt. Euch fehlt im Endeffekt die Schildererkennung bei der ganzen Geschichte. Und dann seid ihr, dann ist es auf jeden Fall bei allem mindestens gleich bzw. besser. Ja. Und wir reden hier ja auch nicht von einem veralteten System, sondern das ist ja nun mal die 19er Ausführung. Und damit auch die aktuelle Ausführung. Die S-Klasse kam ja jetzt raus oder kommt gerade raus. Die mag es vielleicht noch etwas besser können, keine Ahnung. Aber da muss man auch sehen, das ist ein Fahrzeug, das 200.000 Euro kostet und damit eben viermal so viel wie ein Model 3. Und die dann zu vergleichen, wäre vielleicht auch nicht ganz fair. Ja. So. Was macht er mit der Kurve? Wahrscheinlich kriegt er die auch nicht. Nee, das kriegt er nicht. Kriegt er nicht? Nee. Kriegt er nicht. Also auch hier wird er in die Gegenfahrbahn fahren. Eindeutig. Du kannst, also ich würde mal sagen, so die Kurvenführung, wie du es auf der Autobahn hast, also sehr lang gezogen, wenn du sowas als Landstraße hast oder Bundesstraße, das geht. Ja. Aber solche Kurven hier, wie die da vorne, das kriegt er nicht. Gut, das kenne ich auch von dem Audi A4. Das funktioniert auf der Autobahn ganz prima. Langgezogene Autobahnkurven kriegt er wunderbar hin, aber wenn es enger wird,
dann schaltet sich das System halt ab, eindeutig und warnt. So, können wir hier mal versuchen, ob wir den Kreisel kriegen automatisch. Nach links müssen wir jetzt. Ja, nach links, gell. Ja. Nein, siehst du. Sehr sportlich. Noch richtig Gas. Das ist eine Schwäche meiner Ansicht nach. Ja. Weil er erkennt den Kreisel, er fährt den Kreisel gut an, ja, sogar richtig vorsichtig, und er fährt auch mit einer richtig guten Geschwindigkeit rein. Ja. Und in dem Moment, wo du anfängst, in den Kreisel reinzulenken, gibt er jedes Mal nochmal Gas. Erstaunlich. Dürfte auch eigentlich jetzt so sein. Ja. Gut, Tesla würde jetzt einfach über den Kreisel geradeaus drüber bolzen, das ist nämlich auch nicht so toll. Obwohl er eigentlich den Kreisel aufgrund der Navidaten ja genauso erkennen müsste zumindest. Ja. Aber ja, schauen wir mal, was da in Zukunft noch kommt. Und das ist eben, glaube ich, der Unterschied. Da wird sich bei dir jetzt über die Lebzeit des Fahrzeugs eben nichts mehr ändern. Und ja, wir können immerhin darauf hoffen, dass Tesla da was finden wird. Gut, hier sind wir jetzt im Bereich der langgezogeneren Kurven. Wie sieht es da aus? Was sagt dein Lenkrad? Also bei der habe ich schon wieder Angst. Ja, ich auch. Ich schließe mich an. Ja, ja. Ich merke, wie er nach außen gependelt hat, ja, gerade tatsächlich. Das ist, wie ich dir gesagt habe, dieses weiche Geblendete, wo du genau gemerkt hast, der hat die Straßenführung erkannt und er folgt der einfach. Ja. Ja, das hat der hier mit. Ja. Dem habe ich immer das Gefühl, wenn ich auf der Landstraße unterwegs bin und ich lasse das Lenkrad los, der reagiert nur, um zu verhindern, dass er aus der Spur, ja, fliegt. Also, das sind quasi eine Pendelei zwischen Mittellinie und rechter Außenlinie, ja, und das ist natürlich nicht so angenehm. Und ich sage es hier auch nochmal für die Zuschauer, wir reden hier nicht vom Spurassistenten oder der Distronic nur, sondern hier haben wir das High-End-Fahrassistenzsystem an Bord. Genau. Also mehr geht momentan bei Daimler nicht in der Klasse. Ja. Wichtig dabei ist zu sagen, es ist auch das High-End-Entertainment-System oder Infotainment-System, ja, mit verbaut. Weil das zwangsläufig mit dazu muss, damit alle High-End-Assistenzsysteme auch angemessen funktionieren. Genau. Und wir haben zwar kein MBUX, aber das ändert an den Fahrassistenzsystemen, an der Funktionsweise auch nichts. Wir haben nur einen zweiten Bildschirm noch direkt vorm Lenkrad. Auch hier schnelle Kurven, aber du hast vollkommen recht, ich würde mich ja auch nicht trauen, das Lenkrad loszulassen. Wir haben es vorher beim Tesla gesehen, der fuhr das Ding ganz alleine durch und auch so, dass man eigentlich keine Angst haben musste. Ich habe das immer mal, dass wir ziemlich synchron sind von der Fahrerei, also sowohl das Assistenzsystem als auch ich. Ja. Weil dann kriegst du halt während der Fahrt, hier bei dieser Fahrt, kriegst du dann gesagt, hier melde dich mal, ich, ja, weiß nicht, ob du noch am Lenkrad da bist. Genau. Weil er keine Kapazitätserkennung hat, sondern er erkennt einen nur über die Lenkbewegung. Über das Drehmoment, so wie es beim Tesla ist. Genau. Oder wenn du halt irgendein Knöpfchen drückst oder über eine der Sensorflächen wischst oder sowas, das akzeptiert er auch. Ja. Aber ansonsten. Was mir aufgefallen ist, wo er deutlich entspannter ist als der Tesla, ist, wenn du jetzt auf der Autobahn unterwegs bist und fährst mit dem Assistenzsystem und hast wirklich mal lange Stücke, ja, wo es geradeaus geht oder wo nur leichte Kurven drin sind, der ist wesentlich toleranter in, ich fasse das Lenkrad nicht mehr an als ein Tesla. Okay. Also da gibt es wirklich Ecken, da fährst du ein paar Kilometer und es ist dem, ja, völlig egal, dass du das Lenkrad losgelassen hast. Okay, erstaunlich, weil eigentlich sind die Vorschriften ja so, dass er dich zwingen müsste, das, ja, Lenkrad anzufassen. Ja. Nee, macht aber nicht. Vielleicht erkennt das noch auf irgendeine andere Art und Weise, dass du noch da bist. Ja, ich denke auch, gerade so Geschichten wie der Tempomat, was die Nervosität oder das smoothe Gefühl angeht, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das Benz besser kann als Tesla. Und was wir natürlich haben und was mich auf der Autobahn dann auch tierisch nervt, ist tatsächlich, wenn jetzt eine Schilderbrücke kommt oder eine Brücke kommt oder ein LKW, der Schatten wirft, dann kann es schon sein, früher häufiger, jetzt zum Glück nicht mehr ganz so häufig, dass ich eine Phantombremsung habe. Und das ist insbesondere für die Mitfahrer sehr unangenehm. Wenn die das nicht wissen, dass sowas kommen kann, dann hängen die da mal geschwind quasi im Gurt. Ja. Wenn ein Hintermann zu dicht auffährt, ist das auch nicht prickelnd für alle Beteiligten. Und insofern ist das eine Geschichte, die muss auf jeden Fall noch besser werden bei Tesla. Und da glaube ich schon, dass das bei Mercedes anders sich gestaltet. Also auf der Autobahn kann man sich quasi fast 100% auf die Schildererkennung verlassen. Er liest auch Schilderbrücken.
Er liest auch die Geschwindigkeitsgeschichten in Baustellen, die nachträglich aufgestellten Schilder. Und er ignoriert sogar Schilder, die für LKWs sind. Also wenn ich eine Geschwindigkeitsbegrenzung für LKWs quasi habe, dass so ein weißer LKW unten drunter ist, das erkennt er auch und ignoriert es. Okay. Das macht er wiederum relativ gut. Zusatzschilder sozusagen. Ja, ja. Es kommt aber auch vor, dass, wenn du veraltete Navi-Daten hast und keine Geschwindigkeitsbeschilderung, dass er auch Phantombremsungen macht. Okay. Weil er einfach denkt, hier ist nur 80, ist aber nicht mehr. Sind mittlerweile 120 oder sowas und dann bremst du halt auf die 80 runter. Also auch davor ist man nicht gefeilt. Also was ich noch kenne von Audi her war, wenn da parallel zur Autobahn so eine Abfahrt oder sowas sich gestaltet und da steht zum Beispiel ein Tempo 70 Schild, dann konnte das sein, dass der aus 200 dann auf 70 runterbremst oder es zumindest versucht, weil er das 70er Schild als solches erkannt hat und glaubt, dass das da gilt. So, Rückfahrkamera haben wir natürlich auch an Bord. Genau, das sieht bei dem quasi so aus. Ja. So, ja. Wie sieht es aus mit der Bird View, die 360 Grad? Wenn du die 360 Grad Geschichte hast, dann das bleibt gleich. Ja. Dann hast du hier quasi eine 360 Grad Ansicht. Also hast quasi auch das Fahrzeug und siehst dann von oben, wie es ums Auto rumkommt. Aber die hast du jetzt nicht drin? Nee. Die habe ich nicht drin. Also alles, was er hier macht, das ist diese Standardgeschichte. Ja. Dann hast du das einmal für einen Anhänger oder Anhängerkupplung hat. Was sehr schön ist, das ist Weitwinkel. Ja. Das ist, wenn du zum Beispiel aus einer engen Ausfahrt rausfährst zu Hause, weil du hier quasi direkt links und rechts um die Ecke auf den Bürgersteig gucken kannst, ob da Radfahrer oder Fußgänger kommen. Ja. Und das da oben ist fürs Parken jetzt, also für Automatikparkmodus. Okay. Also so die. Sehr gut. Hat er einen Querverkehrwarner, wenn du irgendwo rückwärts aus dem Parkplatz rausfährst? Ja, das ist was ich leider auch vermisse, das haben wir nicht. Und das, besser wäre es, das zu haben. Das ist hier vorne, das ist mit dem Totwinkelassistent verknüpft, wenn du hast. Also der warnt dich beim Ausparken rückwärts und ich glaube, er bremst sogar selbstständig, wenn es nötig ist. Ebenso wie der Totwinkelassistent, der hat mir auch schon einmal den Arsch gerettet. Ja. Muss man auch sagen, weil da kam irgendwo einer von hinten zu schnell, ich habe den übersehen oder nicht gesehen oder was auch immer. Auf jeden Fall war der neben mir und ich habe den Blinker gesetzt und dann angefangen rauszuziehen. Und da hat er mich mit Vehemenz wieder zurück in meine Spur geschmissen. Also er hat quasi meine Lenkbewegung richtig heftig überstimmt und man kann sagen, volle Kanne wieder zurück in die Spur gezogen. Nicht mit Bremseingriff, sondern aktiv am Lenkrad. Okay, gut. Sicherheit kann Mercedes, das wissen wir, da sind die wirklich führend. Wir haben auch so was Ähnliches wie ein Totwinkelwarner an Bord, aber ich weiß ehrlich gesagt auch nach 22.000 Kilometern noch nicht so genau, wann, wie und wie zuverlässig der funktioniert. Da wäre noch Luft nach oben. Gut, wir sind wieder am Parkplatz angelangt. Zwei Systeme gegeneinander. Ich überlasse dir das Fazit. Wer kann Lenkassistent besser? Wer hat den echten Autopiloten an Bord? Das ist ganz klar Tesla. Ja, ich würde auch sagen, das muss man so sehen. Das war mir schon klar. Ich wollte es vorhin nicht spoilern, als wir gefahren sind, aber das war mir klar, als wir die Strecke gefahren sind, dass er das nicht ansatzweise hinbekommt. Ja. Aber ich will es nicht verallgemeinern, weil, wie gesagt, ich kenne nur den einen hier. Ja. Ich weiß nicht, wie das mit anderen ist. Vielleicht habe ich irgendwas falsch eingestellt. Das ist Start-Stopp-Automatik jetzt. Deswegen sind wir angesprungen und kommen raus. Ja. Vielleicht habe ich da irgendwas falsch gemacht, aber im Endeffekt lässt sich außer, dass ich die ACC-Geschichte empfindlicher einstellen kann, also dass er früher bremst, wenn er auf irgendwas ausläuft, kann ich die Assistenten eigentlich nur ein- oder ausschalten. Ja. Ich wüsste nicht, was ich da ändern kann. Vielleicht weiß ja irgendjemand was und schreibt es mal. Das gut, wir haben ja auch gesehen, es war jetzt eben nicht nur der Spurhalteassistent, sondern er hat ja wirklich versucht zu lenken. Er hat ja auch vor den Kurven abgebremst, aber die Kurven waren ihm eindeutig zu steil. Die hat er eben, ohne dass du mit eingegriffen hast, hat er die eben nicht gefahren. Nee. Und da haben wir eben ein System, das unterstützt beim Fahren. Das kann dir beim Autobahnfahren sicherlich eine ganze Menge abnehmen, aber auf der Landstraße bitte nicht. Nee. Also auf der Landstraße auf gar keinen Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer, der sich auf der Landstraße auf das Ding so verlassen wollte, wie mit deinem Tesla, dass der weit kommt. Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Ja, hätte wahrscheinlich nicht oder hätte nicht funktioniert, das haben wir gesehen. Ja. Gut,
Wir beenden das Video hier. Ich sage vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast. Ich fand es jetzt richtig spannend, auch mal mit dem Mercedes hier die Strecke zu fahren. Ich bin auch mal interessiert, das mal in live zu sehen. Genau, du hast mal den Tesla live gesehen. Wenn ihr was dazu zu sagen habt, schreibt es in die Kommentare. Bitte sportlich bleiben. Sagt eure Meinung dazu. Wir sind jetzt einfach mit den beiden Autos gefahren. Es gab einen klaren Punktsieger, der heißt Tesla beim Autopilot auf der Landstraße. Mercedes kann auch einige Dinge sehr, sehr gut und deutlich besser als Tesla. Querverkehrwarner, der mir fehlt, die Schildererkennung, die mir fehlt und so ein paar Kleinigkeiten. Und wir werden sehen, wie sich das in der Zukunft weiterentwickelt. Aber Stand heute, 9. August 2020, schräge Teststrecke, Tesla perfekt absolviert. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao!